Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex mir doch am Arsch. Ich habe eine neue Eruptionsspur eines potenziellen Elex-Vorkommens ausmachen können. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Ja. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Ein schlimmer Krieg gegen die Alps steht uns bevor. Wir werden uns gut vorbereiten müssen. Das kennen wir doch schon. Ich wollte gerade erstmal Hallo sagen. Stürze hier gerade wieder rein, wollte gerade erklären, guck mal hier, Kleriker-Outfit und so weiter. Und wollte dann auch noch erklären, oh ja, wir werden so zwei, drei Sachen vielleicht nochmal machen müssen, die wir schon gesehen haben. Gut, dann spare ich mir die Erklärung, weil, naja, ihr wisst ja warum, ne? Wir haben uns ja drei Fraktionen angeschaut und wie gesagt, so zwei, drei Sachen werden wir eventuell wieder erleben, wie zum Beispiel... Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann, folge mir. Ja, das mache ich doch glatt. Lange nicht mehr hier gewesen. Wie malerisch die Auen sind. Dieses Mal muss es anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach. Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen. Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar. Das schon, aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Also halt mir die Viecher vom Hals, bis wir da sind. Ich verlasse mich auf dich, okay? Ja, mal sehen. Wir schauen mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Viecher, ich glaube, da gibt es hier nicht so viele. Wir haben ja eigentlich schon alles weggeräumt. Wie gesagt, ist alles eher sehr malerisch. So... Ich mache hier mal den Vorboten. Dass wir nicht im Teleporter rauskommen, das wundert mich ein bisschen. Huch. So. Ich glaube, wir müssen da warten. Ich könnte theoretisch schon mal hinlaufen. Die kommt schon klar, hier ist ja nichts. Die wird überleben. Wenn sie nicht vorher an Altersschwäche stirbt, bis sie mal da ist. Kein Wunder, dass die Leute in der Welt hier nichts geschissen kriegen, wenn die so langsam überall hinspazieren. Guck mal, wir rennen wenigstens die ganze Zeit. Auch schöne Aussicht da hinten übrigens, ne? Guck mal da. Auf die Kuppel und so. Cool. So. Wir müssen dort oben hinauf. Dort oben gibt es auch ein paar Monster drin. Ich gehe mal den normalen Weg rauf diesmal. Falls ihr euch erinnert. Ich muss mal gucken, hoffentlich komme ich klar. So. Und es gibt eine Sache. Ich glaube, die stand nicht in den Kommentaren, weil die ja eigentlich gerade aus sind. Glaube ich. Wo habe ich denn das gelesen? War das auf Twitter? Oder teilweise kriege ich jetzt auch Kommentare per E-Mail. Es bleibt interessant. Es gibt noch eine Sache. Ja, Kommentar hat recht. Es gibt eine Sache, die ich noch unbedingt machen muss. Da wir jetzt ja eine Zweihandwaffe benutzen, hier mit dem Flammenwerfer, gibt es da etwas, was wir uns unbedingt noch holen sollten, um Damage zu machen. Sag mal. Na also, so stelle ich mir das vor. So. Gut. Ich mache den Weg hier ein bisschen frei. Bisschen Grillfleisch links und rechts. Darf nicht vergessen, diese Sache zu holen, die da erwähnt wurde, weil das... Essentiell ist es nicht unbedingt, aber es würde unsere Macht halt noch weiter ausbauen. Oh ja. Yeah. Und wir lieben eine gute Macht zu schätzen. Wir wissen, eine gute Macht zu schätzen. So rum heißt es. Wir lieben eine gute Macht und wissen sie zu schätzen. So rum. So. Ich meine, noch mehr Macht macht ja auch nichts mehr, aber... Ich meine, ich glaube, wir sind schon ein bisschen over jetzt. So, hier nochmal. Hier nochmal. Reines Elex haben wir auch erhalten. Es ist einfach, der Dream kommt einfach true. So, Elixid, alles aufräumen, bis sie da ist. Noch mehr Elixid. Ach ja.
Es ist schon schwer, all das wieder wegzunehmen, was die Level-Designer so liebevoll hingepackt haben. Ist schon harte Arbeit. Rucksack ist leer, ne? So, wann kommst du denn endlich? Da ist er. Kommst du bitte mal? So, dann geht sie gleich wieder ein bisschen meditieren. Hat das auch wieder gemacht und dann haben wir, ich glaube, abgeschlossen haben wir ihre Quest immer noch nicht, ne? Die hat, glaube ich, von Kapitel zu Kapitel hat die immer mal wieder was. So, wir warten einfach mal. Hier unter unseren Füßen muss sich eine gigantische Elex-Ader befinden. Mhm. Ich mache mich am besten gleich an die Arbeit. Mhm. Not our time to shine. Kaya. Meditiert mit offenen Augen. Sehr ominös. Sieht aus wie Bauchschmerzen. Na? Vor allem mit nackten Füßen im Schnee. Da würde ich auch Visionen kriegen auf Dauer. Was ist denn mit dir? Zieh mir was an. Oh, die werden noch blau. Hat es funktioniert? Mehr als das. Es legt mir fast alle Sinne lahm. Ich kann kaum noch atmen. Was hast du gehört? Das Elex-Vorkommen hier ist besonders aggressiv. Spürst du das denn gar nicht? Nein. Wow, dann musst du einen irrsinnig starken Willen haben. Jeder, der sich hier längere Zeit aufhält, muss schlichtweg wahnsinnig werden. Fast ein Wunder, dass die Alps diesen Ort noch nicht erschlossen haben. Also Elex ist nicht nur ein Material, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, das letzte Mal, ich versuche mich zu erinnern, ein Organismus? So, ich frage hier, komm. Wegen der Elex hier, ich frage. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ach, guck mal hier. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. So, abgeschlossen, Verlust der Menschlichkeit, na klar. Der Wille allein, komm. Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Ja, somit bist du der perfekte Kandidat für ein hohes Amt bei ihnen. Hm. Schon gut, wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten, wenn du nicht willst. Ich denke, du weißt das auch so, was du zu leisten imstande bist. Viel interessanter ist es, was du mit deiner Willenskraft in Zukunft anstellen wirst. Für diejenigen, die es nicht so glücklich getroffen hat und zu Mutanten degeneriert sind, kommt jedenfalls jede Hilfe zu spät. Ja, das kommt drauf an. Wir können die abschlachten und ihren sonst sinnlosen Tod zumindest noch in XP verwandeln, um die Welt zu retten. Mein ja nur, ne? Also dann hätte das zumindest noch eine Bedeutung. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Es wäre eine ziemlich gefährliche Gegend, in die ich dich schleifen würde. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Gut. So. Prima. Sie meldet sich wahrscheinlich in Kapitel 7. Nein, ich weiß. Wahrscheinlich im nächsten Kapitel einfach. Sie wird wahrscheinlich einfach Bescheid sagen. Was haben wir denn noch Schönes alles da? Weißt du was? Ich würde vielleicht erstmal, bevor ich die Sache vergesse, da wir jetzt der Kleriker... Ich bin so ungern bei den Klerikern. Was passiert, wenn ich jetzt... Nur mal so aus Neugier. Was passiert, wenn ich hier was lernen will? Und ich wollte bei den Outlaws ja auch noch gucken, ne? Okay, Kampflehrer. Da will ich hin. Lass mal gucken. Und vor allen Dingen, wenn wir Kleriker sind, was sagt denn El Chefe zu unserer Entscheidung hier drin? Wir sind ja quasi jetzt Botschafter. Der greift nicht gleich an. Ich komme in Frieden. Der Flammenwerfer ist Dekoration. Mir war kalt. Ach, hier. Ich bin Thorald begegnet und er war, sagen wir, sehr beschäftigt. Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Unser Zorn sollte nicht geweckt werden. Okay, der redet gar nicht mehr mit uns.
Ich meine, wir haben sonst auch wenig Themen, ehrlich gesagt. Seine Frau? Ich find's gerade interessant, weil wir jetzt eine Fraktion haben und bei einer anderen Fraktion rumlaufen. Pass auf dich auf. Okay. Die ist immer noch nett. Ich glaube, das ist was Positives. Oh. 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 Da fällt... Lass den Unfug. Ja, Moment. Ich, da fällt mir gerade was ein. Gar nichts. Keine Meinung dazu? Stört niemanden? Hat keiner was dagegen? Oh nein. Hab extra wieder vor dem Browser abgeschossen und alles. So. Oh. Lecco mio. Bitte atme nicht aus. Ja gut, wenn sich hier keiner beschwert. Schrotpatronen kann man immer gebrauchen. Geldbündel auch. Ich meine, wenn sich keiner beschwert. Alte Münze, super. Da liegt noch was. Eine ganz kleine Kleinigkeit. Hinter der Mülltonne ein kleiner Mana-Trank, den wir eigentlich... Eigentlich brauchen wir den nicht wirklich. So, dann würde ich nochmal ganz kurz diese winzige Exkursion nach oben machen. Komme ich da von hier aus hin eigentlich? Ja. Die Antwort ist ja. Wieso habe ich das hier alles nicht gesehen? Wieso habe ich das alles liegen lassen? Heiltrank und alles. Ich war doch hier. Buchen mit Geschichten. Ich war doch hier. Aber wahrscheinlich nicht überall, ne? Warte, Buchen mit Geschichten. Buch mit Geschichten. Ein Buch der Berserker über die Alps. Verloren wandelt er durch die Welt. Ohne Gefühle, die ihm einen Antrieb geben. Ihn regiert nur die Vernunft, die ihm aber nicht die Menschlichkeit lehrt. So ist er ein einsames Wesen, welches nichts vom Leben hat. Sein einziger Antrieb ist, mehr zu bekommen von dem, was ihn kränker macht. Denn er findet nicht mehr heraus, nicht mehr zurück zu dem, was er einstmals war. Sein Herz gefroren in einem so tiefen Schlaf, dass es nicht mehr erwachen wird. Er selbst hält diesen Zustand für den besseren, denn er erkennt nicht, dass ihm die Wahl genommen worden ist. Die Wahl zu handeln, wie er es für richtig hält, zu handeln nach seinen Prinzipien, die durch das einzige Prinzip der Logik ersetzt wurden, damit er sich selbst als höchstes Wesen sieht. Naja, haben sie nicht Unrecht, ne? Also im Grunde genommen ist es ja das, was, ist es ja das, was die Alps ausmacht. Ach, sind 10, ne? Okay, auch gut. Nur nach Logik zu handeln. Ich muss doch hier gewesen sein. Vergilbter Zettel? Wieso habe ich das alles... Vergilbter Zettel. Mit einer Weinbestellung. Das ist wichtig, dass ich es vorlese. Ich möchte auf meinem Zimmer heute Abend um 6 Uhr Ihren teuersten Wein. Zimmer Nummer 9. Daisy. Tja, Daisy. Ich hoffe, da steht er noch. Da ist noch irgendwas. Achso, das noch hier. Sanftes Klopapier. Wichtig. So wichtig für unsere Reisen. Wie sonst soll man die Welt retten, wenn nicht mit einem geschmeidigen Arsch? Du kannst ja nicht mit normalem Klopapier einfach die Hinterbacken aufreißen. So. Ah, okay. Dann geht's hier wieder hoch. Interessant, dass ich hier nicht gewesen bin. Interessant. Okay, da müssen wir in die Balkone rein, ne? Sag mal. Ich gucke mal. Der ist dicht. Ich glaube, wir waren hier aber schon mal drin, aber ich habe nicht alles mitgenommen, weil ich vielleicht auch nicht alles gesehen habe, weil... hier natürlich auch alles etwas dunkler ist. Und ohne die Brille... Oh, Truhe 3 von 3. Oh, schön, dass ich wieder da bin. Mausfall da hinten irgendwo, okay.
Das war wohl nichts. Ne. Achso, ja, das fängt schon an. Okay. Oh, fuck die. 1, 1. Junge, zu Junge. So einfach. Ach, leck mich doch. Was kriegen wir dafür? Ein Schnappes, ein Dietrich, großer Lexit. Oh, ja, gut. Naja, gut. Und 15 Explosivbolzen, da sagt man mal nichts. Ich höre schon auf zu jammern. So. Da geht's aber nicht durch. Ins Nebenzimmer kommen wir nicht. Es sei denn, wir könnten eventuell. Da unten liegt ja auch noch was. Nein. Toll. Ach, das ist hinterm Thron einfach direkt. Stört niemanden. Cool. Flugblatt. Nee, da kommen wir auch nicht auf die andere Seite. Wir schauen mal. Es geht gleich weiter. Ich wollte eigentlich zum Lehrer. Muss aber mal ganz kurz hier aufräumen. Da liegt noch ein Buch. Ich kann das nicht einfach liegen lassen. Ich wünschte, man käme vielleicht von oben. Kommen wir da irgendwo? Nee, ne? Hier. Vielleicht können wir von oben runter droppen. Das war meine Idee. Vielleicht klappt das ja. Da liegt auch noch was. Das würde ich mir noch schnell holen. Da drin ist, glaube ich, nichts. Aber das Eisenerz ziehen wir noch mal mit. So. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, hier beim Hotel wurde sich besonders viel Mühe gegeben, Sachen zu verteilen. So bin ich glaubend. Und langsam bin ich glaubend, dass man an manche Sachen gar nicht rankommt. Vielleicht aber doch, und ich weiß aber nämlich wo. Okay, hier ist nix. Scheiß drauf. Ich wollte eigentlich... Naja. Ich glaube, ich ziehe auch gleich weiter. So spannend ist es nicht. Wir brauchen die Sachen auch nicht unbedingt, aber ich dachte halt, wenn sie schon mal da sind, wie zum Beispiel das Ding da oben, was immer das ist... Spielzeug-Dino. Wenn man die Welt rettet, kann das unabdingbar sein. Und vor allen Dingen an sowas bin ich halt am meisten interessiert. Zettel und sowas. Ne, also an Lore. Wenn wir hier noch Lore irgendwo finden, das ist halt das, was mich am allermeisten interessiert. Okay, da muss ich irgendwann versuchen rüberzukommen. Kleiner Zettel. So, zeig ich mal her. Kleiner Zettel. Kleiner Zettel. Eine sehr alte Notiz aus dem Hotel in Goliath. Oh, meine geliebte Daisy. Ich teile deinen Schmerz. Bitte erhöre mich. Mhm. Unsere Freundin, die Wein-Daisy. Oh, noch ein Foto. Nee, Heilung, okay. Einmal Heilung erhalten. Ich dachte, wir kriegen ein Foto. So, hier ist sonst nüchte, ne? Hier waren wir definitiv schon, das weiß ich. Und da ist, war hier nicht noch gerade irgendwo ein Zettel da drüben? Scheiße, wie komme ich denn da ran? Liebe Piranhas, was habt ihr denn da gemacht? Das ist doch, wie soll ich denn, ich versuch's ja schon und dann geht's aber trotzdem nicht. So. Jetzt muss es gehen, ne? Ein kurzer Brief. Ah, na endlich. Ah, ich will doch die Lore. Ein kurzer Brief. Ein alter Brief von einem Hotelgast aus der alten Welt. Geliebte Daisy. Ich habe dich schon häufig allein in der Lobby sitzen sehen. Deine wundervollen, tiefen Augen haben mich nicht mehr losgelassen. Ihr trauriger Blick hat mich bis in meine Träume verfolgt. Ich bitte dich innigst, gewähre mir eine Chance. Ich weiß, es sieht düster aus, aber ich möchte noch einmal ein Lächeln auf deinen Lippen erleben. Wenn du genauso fühlst, triff mich heute Nacht auf deinem Balkon. In Liebe, Dustin. Oh, dieser Dustin.
Dieser schwere Nöter, dieser Tausendsasser. Nix. Aber haben die sich denn getroffen? Weil ich bin jetzt unsicher, wir haben jetzt einen anderen Zettel gefunden, aber er sitzt hier halt alleine, ne? Letzten Endes. Und ehrlich gesagt, sieht aber ziemlich fröhlich aus. Und so ein bisschen zynisch. Guck mal, der greift sich so ans Kinn und so. Eher so, ne? Oh, dieser Dustin. Was ist dann drüben auf dem Balkon? Da versuche ich nochmal schnell. So, hier noch irgendwas. Nugget. Mana. Kommt das hierher? Im lange verschlossenen Hotelzimmer liegt da einfach Mana rum, okay. So, da unten ist noch eine Lampe. Das ist natürlich sehr cool, aber andererseits... es lag hier noch ein Buch rum. Okay, das da oben hole ich mir auch gleich noch. Könnte schwören, hier lag noch ein Buch rum oder ich habe irgendwie eine Form gesehen, die sah aus wie ein Buch. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Das hätte ich noch gern gehabt. Ich will eben, also sowas, ne, so ein Heiltrank oder so, ist mir ehrlich gesagt inzwischen ziemlich Wumpe. Die können wir uns auch selber machen. Aber, Bücher, Notizen, Zettelchen, Briefchen, sowas halt. Davon würde ich gerne möglichst alles mitnehmen. Sowas natürlich auch gerne, klar. Das muss nicht, aber wenn es schon mal da ist, dann kann man ja mal. So. Ja, das ist das, was ich machen wollte. Boah. So, warte. Pfeil, wo war der? Ich brauche den halt nicht mehr wirklich, aber ich, oh, ich hasse mich, wenn er schon mal da ist. So, okay. Dann haben wir das gleich erfolgreich ausgeräubert hier. Uff. Da, das ist doch ein Buch, oder? Warum nur bin ich so? Ja, Tagebuch eines Zimmermädchens. Ja, guck doch. Oh, das Zimmermädchen hat sich Schutz gesucht hier und wir haben hier noch einiges nicht mitgenommen. Tagebuch eines Zimmermädchens. Gucke mal. QRST. Ah ne, bei den Büchern, ne? Ein altes Tagebuch aus dem Hotel. Meine Erinnerungen. Es ist immer so spannend, was die reichen Leute hier treiben. Heute habe ich zum Beispiel beim Aufräumen Mr. Kingstons Zimmer ein Höschen gefunden. Er hat wohl eine Damenbekanntschaft gemacht. Der Qualität des Stoffs nach zu urteilen, hat sie auf jeden Fall genug Geld für teure Wäsche. Bestimmt ist sie sehr schön. Irgendwann werde ich das auch schaffen. Heute hat mich Mr. Kingston zur Seite genommen und mich gefragt, ob ich Blumen auf Zimmer 9 bringen könnte. Sie sind für Miss Daisy und er hat mir auch noch eine kleine Karte mitgegeben. Sie ist ganz bestimmt seine Liebhaberin. Sie ist nicht hübscher als ich und ihr Geld hat sie auch nur von ihren Liebhabern. Trotzdem fliegen die Männer geradezu auf sie. Ich habe die Blumen in den Müll geworfen. Alles ist so unwirklich. Die letzten Tage waren ein einziger Albtraum. Es gibt niemanden, der den Wahnsinn noch aufhalten kann. Mr. Kingston hat sich mit den anderen Männern in einem der Zimmer eingeschlossen. Sie haben die komplette Bar leer geräumt. Gut, dass ich mich in einem leeren Zimmer versteckt habe. Sie sind zu allem imstande. Unsere Hoffnung ist verloren. Ich wüsste nicht einmal, wohin ich fliehen sollte. Keiner weiß, was dort draußen los ist. Ich habe Angst. Solche Angst. Es geht zu Ende. Alles wird bald ein Ende haben. Wir werden in Vergessenheit geraten. Nichts bleibt zurück. Naja, ehrlich gesagt, dein Tagebuch schon. Dein Tagebuch ist zurückgeblieben, liebes Zimmermädchen, aber du hättest deinen Namen vielleicht reinschreiben sollen. Dann sind hier quasi alle durchgedreht. Und die Miss Daisy scheint ja sehr beliebt gewesen zu sein, wie es aussieht. Dann ist noch ein Zettel, das ist glaube ich das Flugblatt da von unten, was wir nicht mitnehmen können. Also wir können vielleicht schon versuchen, aber ist mir ehrlich gesagt egal.
Es ist mir egal. Höret, höret. Lasst mich sagen. Oh. Müsste, wenn die Wache weg wäre. Kommt die wieder raus? Nee, ne? Ist auch egal. Wir gehen gleich mal zum Lehrmeister. Wegen diesen drei Elixit 50. Das ist mir gerade egal. Was ich nicht verstehe ist, dass die Berserker sich hier unten breit gemacht haben, da ist der Zettel, den wir gesehen haben von oben, dass sie sich breit gemacht haben hier im Hotel und die haben nicht einmal daran gedacht, da oben die ganzen Leichen rauszuräumen. Mal gucken, was passiert. Crew kriege ich nicht, okay. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube nur ein Proof of Concept, dass man die Sachen da mitnehmen kann. Hammer, da ist eine Werkbank, die mir nie wirklich aufgefallen ist, aber egal. Und hier ist das drin. Okay, scheiß drauf. Ich gehe mal kurz zum Lehrer. Oh, diese ganzen blauen Objekte, ich will die alle mitnehmen. Furchtbar. Ich sollte wieder einen Helm aufsetzen. Ich gehe mal wieder zum Lehrer. Ich hoffe, der verflucht mich nicht, weil ich Kleriker bin. Hallo. Bring mir etwas bei. Ja. Habe ich Lernpunkte? Ja, wunderbar. Schwere Waffen. Das möchte ich gerne machen. Schwere Waffen. Das ist es, was ich wollte. 10 Konsti brauchen wir als nächstes. Das bringen wir auf die 2. Wir sind eigentlich ein Allround-Talent, aber naja. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit deiner Stufe. Könnten wir inzwischen sogar machen. Aber den Lernpunkt nehme ich für die schweren Waffen. Also eigentlich sind wir... Eigentlich... sind wir gar nicht mal so schlecht. Warte, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Nur vorsichtshalber. 10 Konsti war das, ne? Bring mir etwas bei. Ja. Nur vorsichtshalber. Schwere Waffen... Hab mein Notepad wieder nicht offen, also mein Evernote, warte mal. 10 Konsti. So. Und ich glaube, die können wir momentan auch nicht machen. So was hätte ich auch gerne. Ja, das glaube ich. Wir brauchen mehr Attributspunkte, natürlich. 10 Konsti wird auch teuer jetzt, ne? 1 von 2 könnte noch gehen. Ich weiß nicht mehr, wann das 5 kostet. Ich hoffe, ab 60. Ich hoffe, wir kommen mit 20 Attributspunkten noch durch. Weil dann werden wir einen Damage machen. Ich glaube, der wird sensationell. So, hier, das räume ich weg. Und als nächstes, schauen wir mal ganz kurz eben, bei den Questen. Den Big Bang, den müssen wir leider auch nochmal machen. Laufbursche des Größenwahns, es tut mir leid, da kommen wir nicht drum rum. Weil ich die Quests einfach alle gemacht habe. Was den Unfug? Halt die Scharnuze. Wie kommen wir da am besten rein? Ich glaube... Bin ich letztes Mal von hier gekommen? Ich probier's mal. Bergsee. Ja, ich glaube, das war... Ach, guck mal, wo wir sind. Da sind wir weit gekommen, ne? Mal wieder. Oh. Oh, oh. Ich rieche Elixit. Oh. So, da wären wir mal wieder. Wieso gehe ich jetzt den Weg lang? Statt einfach hier. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Dinger waren. Hier war dieses Berserker, da waren wir auch schon 30 Mal drin, irgendwie gefühlt. Das sieht spannend aus, was ich da mache. So, gehe ich doch mal vorsichtshalber hier rüber. Und dann darüber. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Aber ich bleib lieber oben, weil runterfallen können wir immer. Aber nach oben fliegen geht nur begrenzt. So, deswegen versuche ich mal immer oben zu bleiben. Warte mal, hier ist ein roter Punkt. Ach so. Ach, guck mal.
denn da? Finde ich gut. Oh, hey. Achtung! Ja, ich versuch's ja schon. Auf einmal waren sie überall. So. Ein Träumsche. Und, was wir auch noch machen müssen, später, mit dem Kollegen hier, müssen wir noch die ganzen Mutanten wegräumen.